Gut, ich mach mal ein bisschen das. Oh, was ist denn? Was war das? Was? Okay. Was war das denn jetzt bitte? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Evolution Craft Projekt und wir connecten direkt auf den Server und gucken uns dann mal gleich an, was passiert ist. Ich war wieder 3 Tage nicht da. Ja genau, wir stehen hier immer noch vor unserem Metaportal, wo wir gleich reingehen werden. Vorher will ich aber noch ganz kurz. Moment. Hä? Okay, da muss ich nochmal mit dem reden, weil eigentlich habe ich nicht gesagt, dass ich ihm das Gold gebe. Okay, naja, auf jeden Fall, irgendwie fehlen hier gerade die Blätter an den Bäumen, das ist ganz komisch. Na, jedenfalls gucken wir uns mal eben die Quarry an. Er arbeitet noch. Arbeitet immer noch gut. Ja gut, die wird noch ein bisschen brauchen, denke ich. Ja. Aber das passt. Das passt eigentlich ganz gut. Also ich hätte gesagt, dass wir hier noch ein bisschen Holz reinpfeffern, weil eigentlich kann ich das mit der Kohle nicht mehr machen, weil Kohle brauche ich ja eigentlich doch. Deswegen ist das ein bisschen ungünstig. Aber gut, auf jeden Fall hier haben wir ein bisschen Holz. Ich glaube, 3 Stacks brauchen wir. Ja, passt. Hauen wir da ein bisschen Holz rein, dann geht das jetzt gerade mal für die Zeit, wo ich hier noch ein bisschen am Aufnehmen bin, ein bisschen schneller. Ich mache jetzt mal eine ganz kleine Folge und auf jeden Fall lade ich mich jetzt dann gleich aus und dann gehen wir mal ins Nether, in den Nether. Also wir machen erstmal eine neue Kiste. Ach, egal. Ja doch, wir brauchen doch eine neue Kiste. Machen wir da eine neue Kiste, dann gucke ich mal, dass wir uns ein Jetpack machen, beziehungsweise ein bisschen Glowstone holen, ein Jetpack holen. Dann eventuell mal ein bisschen Netherquarz farmen für unser kleines Häuschen. Beziehungsweise für das, was ein Häuschen werden soll. So, Obsidian, aber ich brauche was zum Hochstacken. Ich habe Essen. Wobei eigentlich, ich will jetzt ungern mit dem Essen sterben, weil das wäre extrem blöd. Gut. Also ich habe alles, ich habe vielleicht noch ein bisschen Rüstung, aber. Ja, wobei eigentlich ist das ja egal. Okay. Also, dann betreten wir jetzt einfach mal das Nether. Nur. Gucken wir, was uns erwartet, ob jetzt hier überhaupt noch irgendwo was übrig ist. Oh, hier brennt es schon überall. Oben ist was, aber hier ist. Nein! Nein! Oh, da ist was. Direkt über uns. Gut, ich mach mal ein bisschen das. Oh, was ist denn? Was war das? Was? Okay. Was war das denn jetzt bitte? Warum bin ich denn jetzt gerade gestorben? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass meine ganzen Sachen noch da sind. Was ist denn da? Warum? Was habe ich denn gemacht? Ich habe jedenfalls alle meine Sachen wieder, aber. Das waren doch Zombie-Pigments. Okay, ganz komisch. Naja, direkt mal hochstacken. Hier ist auch. Hoffentlich kein. Hä? Warum bin ich jetzt gestorben, bitte? Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Und hier ist dann auch glücklicherweise schon das, der Glowstone. Hoffen wir mal, dass wir hier nicht nochmal runterfallen und sterben.
Ich weiß nicht, wie viel Glowstone ich eigentlich brauche. Ich glaube, das, was ich jetzt habe, würde sogar schon ausreichen. Ich will ja eh nur das Jetpack jetzt gleich haben. Beziehungsweise, ist gerade eingefallen, gibt es in dieser Version schon Netherquarz? Beziehungsweise generell Quarz? Müsste man mal nachgucken, weil das wäre extrem schade eigentlich, wenn es hier kein Quarz gäbe. Aber gut. So, hier war kein Block, da. Der muss weg. Und dann graben wir uns hier einfach nochmal runter. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht wieder irgendwie ein Zombie-Pack mehr kommt. Beziehungsweise, dass der jetzt nicht gleich in meiner Haustür steht. Oh nö. Ja, das wäre jetzt extrem blöd. Na gut, sammeln wir jetzt noch ein bisschen das Glowstone ein. Oh Mist, nein. Verdammt. Warum brenne ich? Moment mal, warte mal. Ah, jetzt brenne ich, okay. Musste ich jetzt mal ausprobieren. Oh Gott. Lass mich doch... Wo spawne ich denn? Was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin überhaupt. Latest Death. Hä? Wo kommt man denn da bitte raus? Also Leute, ich verstehe hier gerade absolut gar nichts mehr. Hier habe ich noch Eisen. Okay, dann mache ich mir direkt mal ein Schwert. Das ist... komisch. Das ist ziemlich creepy. Beziehungsweise komm, ich hau jetzt noch einen Brustpanzer rein. Und dann machen wir uns einfach mal ganz fix eine Full Iron. Weil, hä? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, warum hetzen die sich denn auf mich drauf? Ich habe die nicht... Ich habe die nicht gehittet, ich habe die nicht mal gesehen. Hier war das Essen drin. Okay. Ja, da muss ich irgendwie gucken, dass ich die jetzt direkt kaputt klopfe. Weil sonst sind meine Sachen weg. Lass mich in Ruhe. Die sind jetzt nicht hier, ey. Hä? Ja, wo? Ich habe immerhin meine Sachen wieder, aber wo bin ich jetzt hier bitte rausgekommen? Okay. Ziemlich komische Angelegenheit. Naja, jedenfalls haben wir jetzt über Umwege endlich unser Glowstone. Dann machen wir uns das ganz fix, beziehungsweise ich bräuchte ja auch noch einen Generator, ne? Ja, das ist... Und am besten noch Longfall Boots. Gucke ich gleich mal, wie man die macht, damit ich keinen Fallschaden bekomme. Das wäre nämlich extrem blöd. So, schlafen gehen. Hey, hier, Burn to Death und was slain by Zombie Pikmin. Was? Wie? Wie konnte das passieren, bitte? Wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Jetpack. Die Electric Jetpack, dafür brauche ich Refined Iron. Ich gehe mal ganz kurz hier rüber zum Q-Cars. Und da mal eben ein bisschen was schmelzen. Ich verstehe die Welt von meiner Extractor. Das war der Macerator. Kompressor, der Furnace, okay. Funktioniert leider nicht, kein Strom da, okay. Electric Furnace, der hat aber Strom. Der hat auch keinen Strom. Alter, was hast du gemacht? Ach so, okay. Er hatte ja gemeint, dass er da irgendwie eine Kiste hinstellen will mit Uraniumzellen.
Dann gucken wir mal, dass wir das vielleicht mal. Ups, hier ist noch Scrap. Okay, ja, okay. Aber wenn ich. Oh, oha! Heilige Scheiße. Ja, der produziert net Yu-Yu Matter. Okay, der ist ziemlich weit. Okay, Moment. Ich glaube, ich werde hier nicht weiterkommen. Nee, ich lasse das lieber sein. Nicht, dass hier irgendwas hochgeht. Okay, das ist eine komische Folge. Ja, hier komisch. Ja gut, dann werden wir halt an unseren Steinofen rangehen. Boah, Leute, wir müssen unbedingt was aufholen. Ich bin so unproduktiv. Die anderen haben schon Yu-Yu Matter ohne Ende und wir... Was haben wir? Ein Steinofen! Na gut, Kohle oder irgendwie hier Holz. Ja, während das hier jetzt mal brennt, gehe ich mal rüber und guck, ob hier noch irgendwas Interessantes an Ressourcen da ist. Kohle, Tin. Kohle sind immer gut, Kupfer, Tin, brauche ich. Kohle, Eisen, Kupfer, Tin. Ah, seht ihr, immerhin, das läuft ja schon mal so ein bisschen Tin. Ah, seht ihr, hier kommt schon ein bisschen was zusammen. Eigentlich könnte ich mir auch mal ein Atomkraftwerk machen. Das wäre... Weil ich mein Uranium habe ich jetzt ein bisschen was. Uranium. Da war es noch Tin. Den Macerator, das wäre echt nicht verkehrt. Naja, gut. Jetzt haben wir das Zeug. Wir brauchen... Also das Refined Iron haben wir gleich. Stopp, lass mich doch hier. Ich bugge im Boden. Ach. Mensch. So, das Eisen haben wir hier. Das holen wir wieder weg. Dann tun wir da wieder ein bisschen Eisen rein. Dann machen wir das direkt zu Refined Iron. Dann brauchen wir einen Electronic Circuit. Den machen wir mit Kupferkabel. Ich glaube, Kupferkabel haben wir sogar noch. Kupferkabel. Yep. Haben wir. Haben wir noch Redstone? Wäre blöd, wenn nicht. Doch, haben wir. Klar. So, Redstone haben wir. Machen wir uns mal einen Electronic Circuit. Das ging, glaube ich, so, wenn ich mich jetzt recht... Ja, genau. So ging's. Und den müssen wir jetzt noch zu einem Advanced machen. Dann machen wir mit Glowstone, Lapis und... Redstone, natürlich. Hier haben wir Lapis. Ich denke, das ging so. So. Redstone in die Ecken. Und den Circuit rein. Dann haben wir den Advanced Circuit. Brauchen wir die Batbox und dafür brauchen wir drei Batterien. Wie ging das nochmal? RE minus Battery. So. Ja, das ging mit Tin und Redstone. Okay, ja. Okay, kein Problem. Tin. Und ein bisschen Kohle. Ich glaube, wir brauchten... Ja, komm, das schmelze ich jetzt einfach mal durch. Ist ja jetzt kein so großer Verlust eigentlich. So, wir waren nochmal bei unserem Jetpack. Wofür brauchen wir dann die Batbox nochmal? Okay, die Batterien. Holz. Kupferkabel. Holz haben wir hier. Im Prinzip hätten wir dann sogar schon eigentlich alles. Können wir uns direkt unser Ding jetzt machen? Das Problem ist, wir brauchen noch einen Generator. Generator. Ah, jetzt kommt alles, was man in den Generator reinmachen kann. Aber hier, Generator. Okay. Iron Furnace. Jetzt müssen wir wieder Eisen schmelzen. Nein. Oh, ich habe noch ein bisschen Scrap. Ich hoffe, das ist. Das habe ich eingesammelt. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Das Ding wäre ja sowieso maßlos überfüllt. So, Tin. Hier. Tin da. Ach komm. Auch wenn wir die verdoppeln könnten. Muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass wir die jetzt noch verdoppeln. Aber ich will trotzdem gerne wissen, wer zur Hölle hat hier die Blätter von meinen Bäumen abgemacht? Jetzt könnte ich ja noch nicht mal mehr ein Sapling rausbekommen. Ohne Witz.
Ich glaube, ich werde die ganzen wichtigen Sachen ab sofort. Vor allem das Gold. Ich weiß nicht, was das soll. Wenn ihr es vielleicht wisst, könnt ihr mir das ja vielleicht schreiben. Oh, Mann. Das finde ich einfach nur unnötig. Vor allem, wenn man dann einfach nicht mal mehr fragt, weil das ist. Mist, mir fehlt ein. Mir fehlt ein Zinn. So, hier haben wir einen Zinn. Passt. Machen wir uns die letzte Batterie, die wir brauchen, dann machen wir uns. Einmal. Ich glaube, das ging so, ne? Genau, dann haben wir jetzt die Batbox. Ich glaube, das war's auch schon. Dann ging das so, 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 so. Hier das Ding hin und dann hätten wir endlich unser Jetpack. Wow, wir können fliegen. Leute, wir haben ein bisschen was geschafft. Ist doch schon mal ein Anfang. Fliegen können wir. Sehr gut. Jetzt haben wir nur leider keine Energie. Aber die machen wir uns jetzt. Denn wir machen uns mal eben einen Eisenofen und dann den Generator da draus. Und wie man das macht, das kann man mit Cobblestone machen, dann spart man sich nämlich ein bisschen Eisen. Normalerweise würde man das so machen wie mit Cobblestone, aber so braucht man halt nur 5 anstatt 8. Da haben wir Eisen. Das Refined Iron. Und dann müssen wir noch eine Batterie drauf machen, dann haben wir den Generator. Leute! Da tun wir dann direkt mal ein bisschen Holz. Wobei, Holz brauche ich auch noch ein bisschen. Dann laden wir unser Chatpack auf. Ja, direkt. Irgendwo benutzt. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen am Craften bin, die Folge. Aber es lohnt sich. Ich muss auch echt mal ein bisschen aufschließen, weil wie gesagt, dahin heftig. Ich gucke mir gleich mal ganz kurz ein bisschen die Stadt an, wenn ich das hier gerade fertig habe. Und Obsidian habe ich nichts mehr. Nein, ich habe aber die Diamanten, das Eisen. Eisen ist hier. Ich glaube, das reicht. Warte, eins brauche ich noch. Danke. Gehen wir wieder in die Crafting Station. Zweimal das. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. Gehen natürlich 4 Dias drauf, aber. Was will man machen? Und dann haben wir Longfall Boots, das heißt. Fallschaden. Oh, der bringt sogar ein bisschen mehr Rüstung. Das hier Eisenschuhe. Gucken wir mal hier. Joa. Jetpack ist doch eigentlich ganz gut abgeladen jetzt. Dann gucken wir uns jetzt einfach mal an. Nach dem technischen Fortschritt machen wir mal so ein bisschen Industriespionage. Was die anderen denn schon haben. Ich weiß ja nicht, wer das hier ist. Aber der sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre er jetzt schon so weit. Aber hier fehlen auch Blätter. Ich weiß es immer noch nicht, wer das war. Ich will es aber wissen. Filmkrone wohnt hier. Ich glaube, hier soll man nicht rein. Ich glaube, das ist nicht unbedingt erwünscht. Ach, guck mal hier, so ein kleines, das kleine Strandhäuschen. Oh ja. Ist doch ganz schick. Aber wie gesagt, ich muss gucken. Ich will unbedingt was Außergewöhnliches, was anderes bauen. Nicht sowas, was alle anderen machen. Wenn dann was Richtiges, was Anständiges, nennen wir es mal so. Aber wer hat da hingebaut? Aber es wird hier ein bisschen mehr in der Stadt, das finde ich ganz schön. Der Embro hat auch schon eine Query. Mist. Ja, da hat er auch, da hat er sich nämlich das Gold auch. Aha. Guck mal, jetzt hat er sich von uns das Gold geholt. Damit er sich die Query macht. Das Gold haben wir mühsam zusammengefarmt. Okay, es waren die Diamanten, aber. Unglaublich, unglaublich. So, also jetzt.
Sieht doch ganz schön aus. Ist doch ganz schön geworden. Wer ist da? Da geht's ja noch weiter, okay. Charlie wohnt hier. Wer wohnt da? Sky Money ist auch neu im Projekt. Wuhu. Ich bin gespannt, aber ihr seht, überall Marble, überall Marmor. Es ist immer dasselbe. Das ist irgendwo ein bisschen blöd. Und hier sind Creeper-Löcher. Nein, das fängt bitte nicht hier an. Wie gesagt, überall Marmor, das ist irgendwo ein bisschen langweilig, finde ich. So, das haben wir voll. Das heißt, wir können jetzt fliegen. Wow, das habe ich vermisst. Das habe ich echt vermisst, hier so ein bisschen die Gegend zu hupsen und zu fliegen. Jawohl, so muss das sein. Beziehungsweise wir müssen unbedingt ins Bett. Die Query arbeitet gar nicht mehr. Was kostet jetzt? Ja, so viel Energie kostet das gar nicht. Das geht eigentlich. Ich meine, klar, die Kohle brauche ich für Solarenergie, aber wenn ich ehrlich bin, Solarenergie, soll ich das wirklich machen? Soll ich mit Solarenergie anfangen? Das ist auch wieder nur so. Die ganze Zeit craften. Gut, wir sind schon Höhe 46. Können wir uns direkt mal hier so ein bisschen gerade die Ressourcen vom Rand holen. Hier noch ein bisschen Eisen, da oben ist noch Uranium, aber das lasse ich jetzt mal, weil eigentlich habe ich genug. Das haben wir mitgenommen. Oh ja, Fliegen ist cool. Fliegen ist richtig nice. Hilft auch gerade extrem weiter. So, da ist noch Kupfer, ist aber egal. Ich hole jetzt nicht alles. Ich hole jetzt mal nur ein bisschen was. Oh, da ist ein Schwein. Schweinchen. Treff bei dem. Hat sich in der Grube verfangen. Weißt du was? Ich erlöse dich. Gott. Oh. Das arme Schwein, das musste von uns gehen. Ja gut, jedenfalls, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich hau jetzt da oben. Einfach. Ach, egal, ist egal. Ich hau einfach die Kohle da rein. Oder? Oder soll ich noch gucken, ob ich irgendwo Holz habe? Ja, nicht der Electrical, der Sterling Engine. Hau mal hier noch was rein. Ach, weißt du was? Ist egal. Hau mal die Kohle da rein. Ja, hätte ich gesagt. Die Folge war. Vielleicht ein bisschen langweilig, aber produktiv, hätte ich gesagt. Wir haben das Jetpack, wir haben die Longfall Boots. Wir haben uns einen Generator gemacht, das heißt, wir haben jetzt schon mal ein bisschen elektronische Energie. Da können wir jetzt mal anfangen, die Basic-Sachen zu machen, wie Macerator oder den. Nee, nicht Pulverizer. Also andere, was man halt braucht. Hätte ich gesagt, wäre es das jetzt gewesen von der Folge. Ich mache es ein bisschen kürzer, weil ich jetzt gleich weg muss. Und hätte ich gesagt, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.